Hallo, mein Name ist Petra. Ich bin PTA und heute dürft ihr uns eure Fragen stellen. PTA heißt pharmazeutisch-technische Assistentin, ist in vielen Bereichen tätig, auch so ein bisschen die rechte Hand vom Apotheker, durch das, dass wir im pharmazeutischen Bereich Beratung, Handverkauf tätig sind, aber auch in der Herstellung von Arzneimitteln. Eine meiner Aufgaben ist auf jeden Fall auch das Herstellen von Medikamenten, von Salben, Cremes. Du hast als PTA sogar die Möglichkeit, Kapseln selber zu füllen und herzustellen. Das ist das Kapselfüllgerät. Das besteht aus mehreren Teilen und da füllen wir halt die Kapseln rein. Dann tun wir die Glasplatte drauf, verschließen das und dann können wir die Kapseln schon zusammendrücken. Nein, du brauchst als Ausgang kein Abitur. Da reicht die mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss. Was ganz interessant ist, ist, dass wenn du 3 Jahre Berufserfahrung hast als PTA, kannst du Pharmazie studieren. Die Ausbildung dauert 2,5 Jahre. Dazu gehören 2 Jahre Schule und ein halbes Jahr Praktikum in der Apotheke. Mein Arbeitsplatz ist hier in der Offizin im Handverkauf mit den Kunden, wo ich berate zu verschreibungsfreien Medikamenten, aber auch aufs Rezept oder hier in der Kosmetik-Freiwahl, wo der Kunde dann explizit nach seinen Kundenwünschen beraten wird von uns. Ja, auf jeden Fall. Also es hört nie auf. Wir bilden uns immer weiter. Es gibt immer wieder Neuerungen, die aber auch spannend sind. Und gerade sich darauf einzustellen, ist immer wieder sehr überraschend teilweise, was das Gesetz auch so verändert. Aber das macht Spaß und das ist halt unser Job. In der Ausbildung muss man in die Schule 2 Jahre lang, auch wenn es saumäßig trocken ist. Man braucht es einfach für den Apothekenalltag. Während der 2-jährigen Ausbildung auf der Schule verdient man kein Geld als PTA, aber dann in dem halbjährigen Praktikum, bei mir war das damals um die 500 Euro, aber ihr könnt es einfach nochmal aktuell googeln, was der Stand ist. Ja, macht er. Mir macht mein Job riesen Spaß und am meisten eben dadurch, dass ich den Kontakt mit den Kunden habe. Prinzipiell darfst du alles machen, was du möchtest. Du musst es natürlich erst abquatschen, aber prinzipiell ist es wirklich möglich in der Apotheke. Man sieht es an mir, ich mache wirklich das, worauf ich Lust habe. Hauptsache, du bist freundlich und kompetent. Also du kannst auch als Mann PTA werden. Manche nutzen es allerdings auch als Sprungbrett, um Apotheker zu werden. Mein Tipp an die Ausbildung für dich ist einfach, zieh den Kram durch, krieg den Arsch hoch, mach das die 2 Jahre Schule, auch wenn es sehr trocken ist. Aber es lohnt sich, der Beruf gibt einem so viel.